Hallo meine lieben Motorsportfreunde, hier wieder euer Chris am Start und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ja, heute mal wieder eine neue Folge Kultautos, obwohl ich dazu sagen muss, dass dieser Wagen jetzt nicht unbedingt ein Kultauto ist, weil es dieses Auto eigentlich so gesehen nicht wirklich gibt. Und zwar geht es heute um den Audi Rosemeyer. Der Audi Rosemeyer oder auch Audi Projekt Rosemeyer genannt, ist ein Konzeptfahrzeug von der Firma Audi AG. Der Name leitet sich von den damals im Jahr 1938 tödlich verunglückten Bernd Rosemeyer ab, der in der Zeit, also vor dem Zweiten Weltkrieg noch, mit Auto-Union Rennwagen damals zu der Zeit große Rennerfolge erzielte. Der Sportwagen wurde erstmals am 1. Juni im Jahr 2000 auf verschiedenen Messen vorgestellt, darunter auch für die Autostadt Wolfsburg und noch viele andere Messen. Auch in Sachsen wurde er auch schon vorgestellt auf verschiedensten Automessen. Der Mittelmotorsportwagen hat eine Karosse aus gebürstetem Aluminium. Der Kühlergrill vom Audi Rosemeyer ist eine hundertprozentige, eindeutige und unverwechselbare Anspielung auf den Auto Union Typ C, über den ich auch schon ein Video gemacht habe. Den werde ich euch am Ende nochmal verlinken. Ich weiß nicht, ob der da auftauchen wird oder da oder da oder da. Egal, irgendwo wird er auftauchen. Auch die Lufteinlassschlitze, die man auf der Motorhaube sieht, sind stilgerecht vom damaligen Auto Union Typ C übernommen worden. Ferner finden sich auch gewisse Elemente vom damaligen Typ 52 wieder. Kurz zum Typ 52, das war ein, wie soll man sagen, so eine Art Luxussportwagen, der in den 30ern von Ferdinand Porsche und Erwin Konrad entwickelt wurde, aber nie wirklich gebaut wurde. Audi gibt direkt zur Motorisierung des Audi Rosemeyers eigentlich keinerlei Angaben weiter, haben aber schon mal für ein Motorsportmagazin schon mal eine Angabe gemacht, dass sie sich vorstellen könnten, dass wie beim damaligen Typ C ein V16 Motor Platz finden könnte, der Kompressor geladen ist. Aber ob jetzt überhaupt ein Motor in dem Audi Rosemeyer ist, dazu will Audi gar keine Angaben machen. Ich persönlich denke mal, es wird keiner drin sein und wenn, dann wird es wahrscheinlich bloß eine Art Höhlenattrappe sein. Das Cockpit ist puristisch wie beim Audi TT und das Vierspeichenlenkrad ist wieder mal eine hundertprozentige Anspielung auf den Auto Union Typ C. Der Innenraum ist mit einer feuersicheren Nomex-Schicht ausgekleidet und zwecks eines Kamerarücksystems hat man auf Rückspiegel gänzlich verzichtet. Weitere technische Daten sind von diesem Fahrzeug leider nicht bekannt und wird auch von Audi weiter nichts rausgegeben und ehrlich gesagt sieht man den Wagen auch wirklich nur ganz, ganz selten. Es gibt wenige Fotos, bis fast teilweise sogar gar keine, könnte man jetzt so sagen. Es gibt keinerlei Videoaufnahmen davon. Also das ist wirklich ein reines, fest umschlossenes Konzeptcar von Audi. Wiederum muss man dazu sagen, dass sich viele Ähnlichkeiten beim Bugatti Veyron wiederfinden. Also quasi was den Grill auch angeht und dieser Grundaufbau. Ich persönlich hätte es schöner gefunden, wenn Audi nochmal direkt sich an dieses Projekt gewagt hätte und gesagt hätte, okay, wir machen den jetzt nochmal ein bisschen straßengerechter und bringen ihn selbst auf den Markt. Hätte mir persönlich sehr gut gefallen. Sollte leider nicht so sein, aber gut, ich meine, who cares? Und das war schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meinungen, Ansicht wie immer unten in die Kommentarbox schreiben. Ja, und ich entschuldige mich. Aber Leute, ist das warm. Ist das warm. Ich bin mächtig am Schwitzen. Ja, aber wie gesagt, war diesmal ein sehr kurzes Video, aber es wird jetzt in der Kurze auch wieder weitere Videos folgen. Zwecks geht jetzt auch mit der MZ wieder weiter. Bis dahin, bleibt gesund, meine lieben Motorsportfreunde. Ciao. Bis dahin, bleibt gesund, meine lieben Scheune. Oh Mann.